Hallihallöchen, ihr Lieben. Ich hatte meine meine Waffe Lieben. verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Und willkommen zurück zu Alan Wake. Ja, wir sind hier im letzten Part mit dem Auto abgestürzt. Barry ist scheinbar noch weiter runtergefallen. Wir müssen ihn suchen. Wir haben keine... Barry! Barry! Keine oh Taschenlampe. Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann! Was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Ja, Barry ist da runtergefallen und steckt hier jetzt irgendwo. Aber ich fand, der hat sich gerade gar nicht wie Barry angehört. Ich habe keine Taschenlampe und auch keine Waffe. Also ich habe gar nichts. Also hoffe ich, dass uns hier jetzt nichts angreift oder so. Und ich hoffe, Barry ist noch Barry. Und nicht irgendjemand oder irgendetwas anderes. Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel! Ah. Ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al. Alles okay. Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Schön, dass Barry noch Grund zur Freude hat. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Al. Ich warte dort. Okay, also Barry läuft schon zur Farm. Warte auf mich, okay? Ich bleibe nicht hier, das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Da ist er. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Ach, hei. Ja, gut, wir sind ja auch überhaupt nicht bewaffnet, gar nichts. Ich hoffe, wir finden jetzt hier aber auch nichts, ganz ehrlich. Ich will keine Taschenlampe haben. Und ich will auch keine Knarre haben. Dann fühle ich mich hier am sichersten, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, dass Barry jetzt nicht wartet, ist natürlich schon ein bisschen blöd. Was? Achso, hier kippen nur die Bäume. Okay, ich dachte jetzt, hier kommt irgend so ein Besessener. Da oben ist eine Hütte. Ach, da finden wir doch bestimmt eine Taschenlampe oder sowas. Oh, Mann, erschreck mich doch nicht so. Mehr. Oh. Oh, lauf doch mal, Alan. Ist ja jetzt auch eine miese Geschichte. Oh, andere Seite. Soll ich jetzt hier rein? Finde ich vorher noch irgendwo eine Taschenlampe? Da drüben steht eine Thermoskanne. Ja gut, eine Thermoskanne brauche ich aber nicht. Beziehungsweise eine Thermosflasche. Ja, komm, ich will eigentlich nur die Thermosflasche haben. Gib her. Oh, Alan, lauf. Okay, hier geht's weiter. Vielleicht hätten wir doch da vorher in diese Höhle reingemusst. Kommen wir auf dem Weg hier nochmal zurück. Irgendwie. Oh Mann. Und hier kommen wir nicht durch. Oh, scheiße. Kommen wir hier lang? Komm schon. Oh, Alan, lauf. Oh, scheiße. Ja gut, dann war mein Plan jetzt doch etwas blöd. Vielleicht hätte ich doch gleich in diese Höhle gesollt. Genau, ich hätte vielleicht gleich in diese Höhle gesollt. Ich meine natürlich gemusst. Vielleicht finden wir ja drin eine Taschenlampe oder irgendwas in der Art und Weise. Oder hier? Finde ich vielleicht hier irgendwo was? Oh, komm, weg hier. Ja, ja, ich weiß, die Fässer jetzt noch. Ich weiß. Komm schon, lauf, Alan. So, dann machen wir hier mal an. Kling. Wupp. Wupp. Usa. Ah, eine Manuskriptseite, ne? Okay, lassen wir uns natürlich gleich vorlesen. Walter auf der Anderson Farm. Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen.
Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Oh, okay. Finde ich jetzt trotzdem vielleicht noch eine Taschenlampe? Ansonsten weiß ich noch nicht so richtig, wie ich da langkommen soll. So ohne Licht und so, ne? Ich meine, Knarre ist mir egal. Können sie gern behalten. Solange ich mich hier nicht verteidigen muss irgendwie. Aber eine Taschenlampe wäre doch... Oh! Wirklich ganz nett. Komm her, du Fass. Komm. Oh, kommst du nicht durch? Los, komm her. Ja, komm, noch ein Stück. Oh nein, jetzt geht das Licht wieder aus. Na, komm her. Oh, aua. Jetzt hat mir das trotzdem wehgetan. Ist ja gemein. Das ist noch nicht kaputt. Au. Ich bin noch im Licht. Warum werde ich nicht geheilt? Ach, Mann. Ich laufe jetzt einfach weiter. Wir brauchen unbedingt eine Taschenlampe oder sowas. Oh, scheiße. Wie soll ich denn ohne Taschenlampe wegkommen? Wenn ich hier von allen möglichen Gegenständen attackiert werde. Also, das ist ja echt ein bisschen blöd jetzt, ne? Oder stelle ich mich einfach nur zu blöd an? Das kann natürlich auch sein. Ja. Müssen wir jetzt nochmal da rein, um die Manuskriptseite zu holen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal da rein und gucken, ob ich die nochmal holen muss, die Manuskriptseite. Ist echt ein bisschen blöd, dass ich hier nur so eine Taschenlampe finde. Wenigstens die wäre halt ganz schön, um mich so ein bisschen zu verteidigen. Ausweichen. So, Licht an. Ach, jetzt geht hier nur die Tür von dem Kühlschrank auf. So, nee, okay, die Manuskriptseite müssen wir wirklich nochmal holen. Aber nochmal vorlesen lassen brauchen wir uns die ja jetzt, glaube ich, nicht. So, also wieder raus hier. Kleine Taschenlampe, brenn, schreib, ich lieb dich in den Himmel. So, okay, ich laufe jetzt hier einfach weiter. Oh Gott. Ah, aua. Ellen, es tut mir leid. Oh, lauf, Ellen, lauf, 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 lauf. Er kann halt auch nicht richtig sprinten, ne? Ich muss echt abwarten und gucken, was mich hier attackiert, damit ich auch weiß, wann ich ausweichen muss. Kann ich an der Kurbel hier drehen? Ich brauche Licht, um daran vorbeizukommen. Den Mast drehen? Ah, okay. Und wie kriege ich es jetzt an? Ah, hier oben wahrscheinlich muss ich hin, ne? Hier oben gibt es bestimmt einen Generator oder irgendwas in der Art. So, eine neue Manuskriptseite. Ich hoffte, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Lampen beim Tor mit Strom versorgen könnte. Na, hier ist doch einer. Machen wir den mal an. Wunderbar, das hat geklappt. Achso, schauen wir mal hier, ob wir hier irgendwas finden. Ah, hier ist nichts. Keine Taschenlampe, keine Knarre. Bin ich glücklich. So, wir lassen uns die Manuskriptseite vorlesen. Nightingale verhaftet Rake. Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen.
Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Okay. Was hat dieser Nightingale für Probleme, ganz ehrlich? Ich meine, auch wenn er Polizist ist, kann er nicht einfach irgendwelche Leute töten. Also, hallo? Das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, der ist auch irgendwie so ein bisschen besessen, verflucht oder was weiß ich was. So. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen, war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Oh nein, nur eine Taschenlampe. Okay, hier müssen wir lang und wir haben keine Batterien weiter. Was? Das ist ein Generator. Ach du Heilige. Ach, scheiße. Oh nein, ne? Lasst mal in Ruhe. Wie soll ich die denn bitte fertig machen ohne Waffe? Hallo? Ey Leute, ganz ehrlich, ja. Wie stellt ihr euch das hier alles vor? Da ist eine Lampe, da ist eine Lampe, da ist eine Laterne. Los, jetzt lauf. Oh nein, das ist der nächste. Weich aus, Alan. Oh, der hat schon wieder keine Energie. Keine Ausdauer mehr. Alan, jetzt lauf. Oh, lauf. So viel zu lauf. Er tut's natürlich nicht. Warum denn auch? Mir bewegte sich etwas. Scheiße. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen, war gefährlich. Aber ich hatte keine Wahl. Ja, dass du nicht mal drauf haust. Also, dass, wenn er sie schon hier beleuchtet hat, ja, dann könnte er ja wenigstens draufhauen, oder? Jetzt los. Oh. Ach, da sind Batterien. Ja, wenigstens haben wir die. Lauf, Alan. Lauf jetzt einfach. Lauf. Lauf um dein Leben, Junge. Oh, Alan, bitte. Lauf jetzt einfach. Lauf in diese scheiß Laterne da. Oh, komm schon. Puh. Das war echt knapp. Kommen die jetzt wieder, wenn ich hier weiterlaufe? Hatte ich nicht eine Batterie aufgehoben oder hat er es nicht geschafft, die aufzuheben? Verdammt. Es ist Barry, bitte komm zu mir. Ein Auto entfernte sich von der Farm und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Oh, Barry, hol mich ab hier. Haben wir denn hier noch eine Taschenlampe? Ah, eine bessere Taschenlampe. Okay, gib her. Nein, gib da her, ich drück da schon eh. So. Und hier haben wir Batterien. Und eine Thermosflasche. Und bitte, bitte keine Waffe. Wobei, wenn es jetzt so weitergeht, dass ich immer nur abhauen soll, dann hätte ich doch ganz gerne eine Waffe. Okay. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Den Schaden? So, ich verbrauche jetzt hier mal nicht so batteriemäßig was. Ich hoffe, das Licht hier reicht aus. Dauert zwar ein bisschen, aber helfen tut's trotzdem. Gut, Kontrollpunkt erreicht. Ich versuche, jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Okay. Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Okay. Ja, dann würde ich sagen,
Lassen wir uns doch die Manuskriptseite mal vorlesen. Die Vergrößerung des Dunkels. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Kann ich irgendwas machen oder kann ich da nur reintreten? Ich glaube, ich muss einfach nur aufpassen, dass ich nicht reinlatsche. Okay, aber bevor wir jetzt dort zu diesem Haus gehen, wo dort oben die Thermosflasche so schön leuchtet, mache ich hier einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder reinschaltet. Und ja, ihr Lieben, bis dahin sage ich Tschüss.